Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Beim Lesen des Antrages der Linksfraktion stellte sich die Frage, welche zukunftsweisenden Konzepte uns präsentiert werden sollen und worin der Mehrwert liegt. Und meine Fraktion kommt zu dem Entschluss, dass wir keinen Ansatz erkennen konnten, der über das hinausgeht, was ohnehin schon Stand der Dinge ist. In Punkt 1 sollen wir feststellen, dass der letzte Krankenhausplan nach 1992, 1997, 1999, 2005 im Jahr 2012 in Kraft getreten ist. Das kann man machen, das ist auch nicht verkehrt, das sagt aber auch jetzt nicht viel aus. Was Sie aber eigentlich damit bezwecken, und das wird in der Begründung Ihres Antrages deutlich, ist zu behaupten, dass im Jahr 2012 ein Krankenhausplan gemacht wurde und sich seither nichts getan hat. Das, meine Damen und Herren, ist mitnichten so. Sie wissen ganz genau, dass Krankenhausplanung ein kontinuierlicher Prozess ist. Also, dass die Krankenhausplanung regelmäßig angepasst und verändert werden muss und wird, weil sich eben auch die Rahmenbedingungen wie Bevölkerungszahl und Struktur, Morbidität, Methoden der Diagnostik und Therapie, Gesetze und so weiter laufend verändern. Es ist also nicht so, dass sich seit 2012 nichts getan hätte. Im zweiten Teil Ihres Antrages fordern Sie, dass im nächsten Krankenhausplan zwei Dinge unbedingt mit rein müssen. Zum einen soll das Thema bedarfsgerechte und wohnortnahe Krankenhausstruktur eine Rolle spielen, zum anderen auch unbedingt das Thema hohe Qualität der stationären Versorgung in allen Landesteilen einschließlich einer bedarfsgerechten Notfallversorgung festgeschrieben werden. Und auch hier frage ich mich, was ist daran neu? Diese Themen spielen auch schon längst im aktuellen Krankenhausplan eine Rolle. Die Krankenhausplanung orientiert sich doch schon längst am erforderlichen Bedarf, an der medizinischen Leistungsfähigkeit und Zweckmäßigkeit, an der langfristig zu sichernden medizinischen Qualität, an der wirtschaftlichen Leistungserbringung, an der Sicherung der wohnortnahen medizinischen Versorgung, an der Sicherung der Notfallversorgung, der Sicherung der ärztlichen Fort- und Weiterbildung sowie der pflegerischen und therapeutischen Fort- und Weiterbildung, an der Sicherung der Vielfalt der Krankenhausträger und an einer sinnvollen regionalen und fachlichen Aufgabenteilung zwischen den medizinischen Leistungserbringern. Jetzt so zu tun, als würden diese Dinge bisher keine Rolle gespielt haben und die Planungsbeteiligten haben nur auf ihre Hinweise gewartet, wird der Krankenhausplanung nicht gerecht. Und vielleicht gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einen Gedanken zum Thema hohe Qualität und flächendeckende Versorgung. Wenn Sie die demografische Entwicklung in unserem Flächenland zur Kenntnis nehmen, dann wird auch in Zukunft folgender Grundsatz beachtet werden müssen. Je allgemeiner und häufiger medizinische Leistungen erbracht werden, desto ortsnäher können sie sein. Und je spezialisierter und seltener sie erbracht werden, desto ortsferner werden sie sein. Den Menschen zu versprechen, wie es jetzt die Linksfraktion mit diesem Antrag versucht, egal wo ihr wohnt, bekommt ihr im nächsten Krankenhaus hochspezialisierte Spitzenmedizin, wird nicht funktionieren. Vielmehr müssen wir dafür sorgen, dass das, was da ist, noch besser zusammenarbeitet. Sprich, der stationäre Bereich mit seinen Grundregel- und Maximalversorgern eng mit dem ambulanten Bereich verzahnt wird, sodass wir am Ende den Menschen sagen können, egal wo ihr wohnt, ihr findet auch eine wohnortnahe Grundversorgung und falls es doch mal ernster wird, gibt es im Land auch hochspezialisierte Spitzenmedizin. Das sicherzustellen ist und bleibt unser Anspruch. Und wie wir das im Land sicherstellen können, hat die Enquete-Kommission Älterwerden in MV in der letzten Legislaturperiode herausgearbeitet. Das berücksichtigt der vorliegende Antrag nicht. Er bleibt schlicht hinter dem zurück. Und damit werden wir die Zukunft nicht gestalten können. Deshalb lehnen wir den Antrag ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.